Hallo und herzlich willkommen zur Mega Man Legacy Collection. Ihr seht genau richtig, etwas Klassischeres mal zur Abwechslung. Ich kenne diese Mega Man Reihe, zumindest einige, viele von ihnen, den Großteil, schon von Kindesbeinen an. Und ich habe mir gedacht, na, jetzt wo diese Legacy Collection ja schon einige Zeit draußen ist, ja, werde ich die einzelnen Teile, die hier drin sind, machen, aufnehmen, LPen, wie auch immer. Aber auch noch einige andere. So, wir haben hier Option Steuerung. Ja, es gibt die Mega Man und Rockman Version. Auf Rockman ist es einfach nur japanisch. Finde ich, naja, ist ein bisschen unnütz, aber ist erstmal egal. So, hier haben wir Mega Man 1 bis 6. Durchgehend. Und wir fangen natürlich mit der 1 an. Großer Gott. Optionen und Steuerung brauchen wir eigentlich nicht nochmal groß. Hab hier schon ein bisschen was eingestellt. Hab mir das angesehen, wie es aussieht mit Original, Vollbild und Breitbild. Filter sind auch sehr interessant. Also ich habe auf TV mal gemacht und es sah wirklich so aus, wie wo ich noch ein Kind war. Total verwaschen. Ein bisschen farbarm, aber es hatte Nostalgiefaktor. Okay, so. Auf geht's. Mega Man. Oh je. Ist eins der schwersten von allen. Hat nur 6 von diesen Robotern, da die Technik zu der Zeit noch nicht so weit war, 8 Bosse hinzustellen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mit Bombman an. Story ist im Grunde ganz einfach. Mega Man, auch als Rock oder Rockman bekannt, der Gehilfe von Dr. Light und der Gegenspieler von Dr. Light, Dr. Wily, der die Weltherrschaft erringen will. Wow. Und wir müssen das in jedem einzelnen Teil verhindern. Wow. Okay. Ah, das kenne ich noch. Also wie gesagt, viele von den Mega Man-Teilen kenne ich sehr gut, was aber nichts an dem Schwierigkeitsgrad ändert. Und die 1, wow, wow. Die 1 ist immer noch eine der schwersten. Ich habe auch mal die 8 mir mal kurz angesehen und was ich da gesehen habe, habe die 1 noch getoppt. Also Mega Man 8 wird der Hammer. Sofern ich es denn zum Laufen kriegen sollte. Steht noch nicht fest. So, hopp. Ja, die einzelnen Games werden alle nicht allzu lange gehen. Von der Folgenzahl. Und was eigentlich kein Unding ist, aber naja, ich weiß nicht, wie ich bei manchen Teilen vielleicht frustriert bin oder nicht. Ich bin ja immer noch beim Intro-Gelaber. Wow. Na komm. Komm schon. Aha. Och nö. Komm weg hier. Ah, okay. Ah, die Dinger explodieren, also sollte man möglichst umgehen, statt sie abzuknallen. Waffenaufladung. Boah. Brauchen wir noch nicht. Ihr seht selbst, wir haben nur den P, wir haben 3, 2 Leben, also die 0 wird mit Leben mit zugezählt, ist klar. Also bis jetzt läuft's gut. Also ich sag auch gleich vorneweg, toll. Ich sag's gleich vorneweg, es gibt ein paar Stellen hier im ersten Teil, wo ich vielleicht auch mal einen Zwischensave mache an der genau der Stelle. Das haben wir hier sogar mit eingefügt, dass man an einer bestimmten Stelle speichern kann und dass man die immer wieder laden kann. An manchen Stellen werde ich das nutzen.
weil es einfach ansonsten wirklich in mega Hass ausartet. Ihr habt es gesehen, ich habe gerade schon Leben eingebüßt. Wahrscheinlich sollte man nicht gleichzeitig quatschen und Mega Man zocken, aber was soll's. Aber da haben wir ja schon wieder ein Leben, um das zu kompensieren. Komm, spring! Komm! Sehr schön. Ja, und in dieser Legacy Collection, was ich auch sehr gut finde, haben sie eine Dauerfeuerfunktion eingebaut, einfach mit einer anderen Taste. Aber was ich nicht so gut finde, ich finde immer noch das manuelle Feuern am besten. Ah! Wir sind schon vor der Boss-Tür. Oh. Hier haben wir das verlorene Leben zurück. Sehr schön. So, Bombman. Ah, okay. Gut, die richtige Seite gewählt. Links hätten wir Schaden gekriegt. So. Das ist ja schon. Ah. Ich glaub's echt nicht, dass ich mal sogar Mega Man mitmache. Das Frustgame. Gut. Puh. Damit hätten wir den ersten erledigt. Bombman. Hier gibt's noch keine Sequenz, wie man seine Waffe kriegt, aber wir haben sie jetzt. Die Bomben, die er schmeißt. Und ich würde sagen, die Zeit reicht noch dicke aus, um noch den nächsten zu machen, Gutsman. Den Klops von den sechs. Ui. Gut. Das Game hat an und für sich sehr viele geärgert damals, aber es hat auch boah, sehr Spaß gemacht trotzdem. Ähnliches Prinzip wie bei Dark Souls. Man war frustriert manchmal, aber man war auch sehr froh über Erfolge. So, hier runter. Oh, die Stelle ist zum Kotzen. Ja, die freien Stellen sollte man möglichst überspringen, sonst gibt es einen schnellen Abgang in den Tod. Wow, ihr habt es gerade gesehen, nur weil ich gerade abgestürzt bin. Die Fallgeschwindigkeit in Mega Man 1 und 2, die kann manchmal sehr, sehr stark sein. Haben sie in den späteren Teilen dann behoben. Da fällt man nicht so schnell. Das war, glaube ich, auch schon die beschissenste Stelle bei Gutsman. Welche Bauarbeiter hier? Wow. Ah, gut. Hin und wieder erwischt ist ganz normal. Na komm. Uppala. Leichter Schluck auf. Wovon auch immer. Solche komischen Grinse, Kasper. Nein! Mann! Oh, hier sehen wir die Bomben. Hat jetzt aber irgendwie keinen Sinn, die hier einzusetzen, weil sämtliche Gegner, die wir hier sehen, viel zu schnell bei uns sind, als dass wir die effektiv nutzen können. Bis auf den vielleicht. Oder doch nicht. Seht ihr, was der für Löcher bei uns reinreißt? Der hat fast die halbe Leiste weggeprügelt. Oh. So. Gutsman. Ja, noch so ein paar Metalle hier im Weg. Ja, in der Datenbank hier gibt es ja zu jedem Game noch spezielle Datenbanken und Gegner und wie die alle beschrieben werden, bla 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 bla. Und diese Heldenviecher heißen wirklich nur Metall. So, Gutsman. Friss deine. Na gut, friss Bombmans. Bomben! Oh. Ja, und bei jedem Mal, wo der Boden zittert, sind wir auch bewegungsunfähig. Ey, das ist fies jetzt. Okay. Einmal noch. Komm. Komm. Bah. Gut. Oh. Gutsman erledigt. Hätten wir ein Drittel der Robots.
Okay. Gut. Ich würde sagen, ich mache die Folgen hier auch ein bisschen kürzer, damit das Projekt ein bisschen in die Länge gezogen wird. Und mache hier meinen ersten Cut. Kurz vor Cut, man. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir an dieser Stelle weiter. Bis dahin. Tata.